Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Food-Video. Mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schonungen bei Schweinfurt. Und ich bin die Annette aus Zeil bei Haßfurt. Genau, für neue Videos macht gerne das Plus weg. Ja, ich bin heute wieder bei der Annette in Zeil und wir waren vorhin gewesen in Zeil in der Sennhütte. Erklär mir, was das ist, Annette. Sennhütte ist deutsch-griechische Küche. Genau. Und dort haben wir uns was mitgenommen, und zwar, ich habe mir mitgenommen die Calamari, habe da einen Salat und habe hier noch Tzatziki. Ne? Annette, was hast du dir mitgenommen? Ich habe Gyros, Lammkoteletts mit Reis, ebenso einen Salat. Ja, zeig den mal. Und auch Tzatziki. Genau, genau. Und wie wir dort waren, da hat der Grieche gefragt, wollt ihr einen Uso trinken? Dann habe ich gesagt, nein, ich muss ja noch Auto fahren. Und ich trinke ja eigentlich auch keinen Alkohol. Und die Annette hat natürlich voll zugeschlagen. Ne? Aber naja, ist ja egal. Ja, ich drücke mal kurz auf Pause, dann backen wir das mal aus. Und dann werden wir das mal probieren. Ja, genau, ich mache mal ganz kurz auf Pause. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's weiter. Wir haben uns also genommen, ich zeige es mal ganz kurz, von dem Reis. Dann, hier ist der Reis, hier ist eine Calamari und hier ist Tzatziki. Und die Annette hat genau dasselbe. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir zuerst einmal die Calamari, Annette, oder? Ja. Gell? Ich schneide meine mal in der Mitte auseinander. Und dann tue ich die mal in das Tzatziki wenn reintunken. Und dann probieren wir mal. Also mir schmeckt's gut. Die Calamari kann man sich nicht beschweren. Annette, was sagst du? Doch, die schmecken gut. Ja? Und du tust mal vom Reis probieren. Dann probiere ich auch mal vom Reis. Der schmeckt auch gut. Er ist schön würzig, kann man sich nicht beschweren. Jetzt haben wir dann auch noch den Salat. Annette, warte mal, den tun wir mal ein wenig rüber, dass die Zuschauer den auch sehen. Wenn wir mal vom Salat probieren. Ich habe da drauf eine Tomate und ein bisschen Mais. Ne? Wenn wir mal probieren. Einen grünen Salat. Ja, schmeckt nach Tomate, ganz normal. Super. Dressing ist gut. Dressing ist gut, ja. Ich probiere auch mal von einem grünen Salat. Der Salat schmeckt auf jeden Fall auch gut. Gutes Dressing, kann man sich nicht beschweren. Ja. Das war jetzt mal der erste Teil mit meinem Calamari. Und jetzt machen wir wieder auf Pause und machen die Delle bereit für die Annette, für die, was hast du jetzt nochmal, die Lammkoteletts, ne? Ja, Lammkoteletts und Gyros. Lammkoteletts und Gyros, genau. Bis gleich, meine lieben Zuschauer. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir das angerichtet. Ich zeige es euch einmal. Da haben wir einmal den Reis, dann haben wir hier das Tzatziki, dann haben wir hier das Gyros. Und hier haben wir das Lammkotelett. Und die Annette hat es auch. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir erstmal vom Lammkotelett, oder, Annette? Ja. Genau. Schneiden wir mal da ein Stück ab. So. Genau. Und nehmen wir ein wenig Tzatziki. Ja. Doch, wenn man
da ich schon Lamm gewöhnt bin, schmeckt mir das. Schmeckt dir das? Also mir schmeckt es auch. Man schmeckt den Lammgeruch, den Lammgeschmack. Ja, man riecht es auch ein bisschen. Wenn man es jetzt aufschneidet, das Fleisch, hat man den Lammgeruch und hat auch den Lammgeschmack dann, wenn man es probiert. Und das schmeckt eigentlich ganz gut. Jetzt probieren wir mal vom Gyros. Du machen wir wieder ein Tzatziki. Ja, schmeckt mir auch ganz gut. Ja, schmeckt gut. Schmeckt gut. Na, jetzt haben wir noch den Reis zum Probieren. Haben wir vorhin schon mal probiert. Es ist dasselbe übrigens. Er schmeckt auch gut. Er ist gut gewürzt. Kann man sich nicht beschweren. Könnte Tomatenreis sein. Tomatenreis? Schmeckt irgendwie wie, als wäre Tomate drin. Okay. Naja, also was gibst denn du dem Griechen für Geschmackspunkte, Annette? 7,5 von 10. 7,5 von 10. Also ich bin da ein optimistischer. Ich gebe mal, weil es mir eigentlich ganz gut schmeckt, gebe ich mal 9 Punkte. 9 Geschmackspunkte. Und ja, also mir schmeckt es ganz gut eigentlich. Und jeder Geschmack ist halt ein bisschen anders. Der eine ist halt ein bisschen was Besseres noch gewöhnt. Der nächste sagt halt, oh, das schmeckt gut und so. Das kann man immer nicht so ganz genau bestimmen, weil jeder seinen eigenen Geschmack hat. Das kennt ihr bestimmt. Wenn ihr mal einen Kumpel fragt, wo kann man einen guten Döner essen, dann sagt er da. Und der nächste sagt, nee, da nicht, woanders. Na, genau. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und kommentiert und teilt das Video. Für neue Videos folgt uns gerne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian und Annette. Jawohl. Das war's gewesen, meine Freunde. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.